Hallo und herzlich willkommen zur Serie über den Surge Synthesizer. In dieser Folge geht es um den oder um die Filter. Legen wir doch einfach mal los. So, das ist der Surge Synthesizer und in dieser Folge geht es um die Filter und alles, was rund um den Filter damit zu tun hat. Und ja, gehen wir einfach mal ganz schnell drüber, welche Bereiche das umfasst. Hier auf der, wo meine Maus gerade ist, sind die Filtereinstellungen, Filter 1 und Filter 2. Das heißt, man kann zwei Filter einstellen. Bei den Filtern gibt es dann auch die unterschiedlichen Filtertypen. So, bei jedem Filter gibt es einen Cutoff und eine Resonanzregler und zwischen den Filtern gibt es noch eine Filterbalance. Dann gibt es hier das Keytracking, das bestimmt, wie der Filter reagiert, wenn man eine bestimmte Taste drückt. Ob man jetzt einen höheren Ton spielt oder einen niederen Ton, kann man bestimmen, ob der Filter statisch bleibt oder ob der Filter quasi mit der Tonhöhe mitläuft. Dann gibt es hier noch einen Hochpassfilter, womit man die tiefen Frequenzen wegschieben kann. Dann gibt es einen Waveshaper mit verschiedenen Algorithmen hier. Dann gibt es einen Filter-Envelope-Generator, womit man die Filter automatisch oder eine Filterhüllkurve bestimmen kann. Schließlich gibt es noch einen Amplitude-Envelope-Generator, wo die Lautstärke bestimmt wird. Und dann dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, gibt es hier oben die Filter-Configuration, mit der man einen Algorithmus auswählen kann, wie die Filter und Waveshaper und die Hüllkurven miteinander kombiniert werden. So, gehen wir jetzt aber im Einzelnen mal los mit den Filtern, also Filter 1 und Filter 2. Hier habe ich schon gezeigt, wenn man hier draufklickt, dann geht so ein Kontextmenü auf und dann kann man aus den verschiedenen Filtertypen, hier gibt es so Low Pass, ein 12 dB Slope, oder 24 dB, es gibt ja Letter in verschiedenen Ausführungen, K35, Diode Letter, OBX, 12, 24 dB, Cutoff Warp, Resonance Warp. Also es gibt eine ganze Menge Filter, die bekanntesten dürften sowas wie ein Low-Pass-Filter sein. Wenn ich den jetzt hier mal hier anmache oder hier mit der Resonance noch so ein bisschen spiele, es ist so dieser ganz typische Effekt. Das kann ich für beide Filter einstellen, auch für den Filter 2 kann ich im Prinzip genau den gleichen Filter auch nochmal auswählen. Ich kann Bandpassfilter, Highpassfilter, einen Notchfilter oder Effekte einstellen. So, nehmen wir hier jetzt einfach mal so einen Legacy-Filter. So, man bekommt auch hier immer so ein kleines Symbol noch mit dazu, was auch ganz nett ist. Bei den Filtertypen an sich sieht man, wenn ich den Filter ausgewählt habe, hier jetzt noch so ein zusätzliche Zahl, die hier erscheint. Wenn ich das hier wieder wegmache, habe ich die Zahl hier nicht. So, wenn ich den Filter, wenn ich den Filter hier wieder auswähle, dann kommt die Zahl. Und wie es bei Surge so ist, Rechtsklick, sehe ich dann, okay, ich kann diesen Filter als ganz cleaner, klarer Filter benutzen. Ich kann den auch so ein bisschen gedriven, also gezerrt benutzen oder so ein bisschen gesmoothed, also nicht abgeschwächt, sondern ein bisschen weicher benutzen. So, natürlich kann ich auch das Ganze ja noch einem Controller, einer Controller-Taste zuordnen, eine Automationslinie zufügen oder das Ganze auf den Standardwert zurücksetzen, nämlich die 1. Wenn ich hier draufklicke, kann ich hier durchschalten von 1, 2, 3 und dasselbe gilt dann hier drüben noch, wobei beim Letterfilter habe ich 4 zum Beispiel. Und hier kann ich zum Beispiel die Slope einstellen, also die Flankensteilheit der Kurve. Das heißt, jede Einstellung, man sollte immer aufs Kleingedruckte achten, wenn ich das hier mal so ein bisschen größer mache, was hier dann an der Seite noch steht zum Beispiel. So, darunter eben, wie gesagt, Cutoff und Resonance bei beiden und hier die Filterbalance und hier kann ich zum Beispiel sagen, okay, es soll mir der rechte, also der zweite Filter hier zum Tragen kommen oder der mehr processed werden oder hörbarer sein oder hier mit der Filter 1.
Doppelklick komme ich wieder in die Mitte. Und Rechtsklick habe ich jetzt auch nicht sehr viel mehr an Optionen da. So, Keytrack hatte ich schon gesagt. Keytrack ist so eine Sache, wo ich sagen kann, entweder ich habe einen statischen Filter, dann ist der halt so eingestellt, wie er eingestellt ist. Oder je nachdem, wenn ich jetzt hier ganz virtuos mit den Tönen hoch und runter fahre, kann ich damit bewirken, dass der Filter so ein bisschen oder vollständig mitfährt, indem dass ich den entweder hier im positiven Bereich mitfahren lasse, dann ist der Filter auch immer da, wo ich jetzt gerade spiele. Oder in den negativen Bereich, dann macht er quasi, wenn ich nach oben gehe, geht der Filter nach unten, macht also die gegenteilige Bewegung. Und ich kann natürlich dann auch einstellen, wo das Zentrum des Filters ist, das heißt, wo bei ihm der Nullpunkt ist. Das Ganze sieht zum Beispiel so aus, wenn ich hier einen EQ aufmache bei Bitwig und ich hätte jetzt so eine Filtereinstellung in dem Search drin, dann ist dieses Key-Tracking so ein bisschen, dann shiftet der so mit. Das heißt, wenn ich jetzt das positiv eingestellt habe und jetzt nach oben spiele, shiftet der Filter so nach oben hin mit, und wenn ich irgendwelche starken Resonanzen, die drüben habe, dann werden die hier, wie zum Beispiel in der Abschwächung oder Absenkung der Frequenzen, wird das so ein bisschen rausgefiltert, und wenn ich dann nur weiter runter spiele, geht der Filter eben auch wieder schön mit. So, jetzt wo habe ich meinen Search hingepackt? Da ist er. So, und das mache ich hier mit diesem Key-Tracking hier. Und mit dem C4 sage ich einfach, wo ist mein Filter gemittelt quasi. Und mit dem High-Pass sage ich einfach nichts anderes, als wenn ich diesen Filter hier jetzt nehmen würde. Machen wir die Dinger hier mal weg. Nehmen die große Ansicht. Ein High-Pass macht ja nichts anderes als ein bisschen... So, bisschen extrem, dass er einfach die tiefen Frequenzen wegnimmt. So, jetzt sehen wir den hier wieder rein. So, der Wave Shaper, wenn ich jetzt hier so einen Ton habe, ich habe jetzt natürlich hier alles runtergedreht, da hat man nichts mehr. Der Waveshaper macht nichts anderes, als wenn ich jetzt die Lautstärke von meinem Sound, von meinem Signal verstärke. Bei Off passiert daher gar nichts. Kann ich das Klippen, wenn der an die 0 dBFS Grenze, also an die lauteste Lautstärke, was innerhalb im Digitalen möglich ist, angrenzt, kann ich jetzt bestimmen, was mit dem Signal passiert, wie er das abschneidet. Bei Off macht er da halt erstmal gar nichts, und ich habe jetzt hier einfach mal hier so einen Oszillator reingeladen und schiebe das mal so ganz an die Ecke. Bei Off ist nichts, das sieht man ja. Wenn ich hier jetzt einen Soft Wave Shaper reinmache und ziehe das nach oben, vielleicht sollte ich das alles auch so ein bisschen leiser machen, damit ich euch die Ohren nicht wegdrücke, weil eigentlich geht es jetzt mehr ums... So ein bisschen mehr ums Sehen statt ums Hören. Bisschen natürlich Hören auch, weil es den Sound des Signals auch noch verändert. So, wenn ich den Soft nehme, dann schneidet er den hier oben ab. Dann gibt es den Hard. Den asymmetrischen. Dann den Sinus. Das ist ungefähr Normalpegel, und wenn ich den jetzt nach oben ranfahre, dann verändert der sich irgendwann mal so. Und zum Schluss noch den digitalen. Und das gleiche kann ich in den Minusbereich machen. Und manchmal gibt es da dann auch nochmal Unterschiede. Da sollte man einfach dann mal schauen, welche Veränderungen es da gibt, und auch mal den Regler ein bisschen langsam durch die Gegend schieben. So, stellen wir den hier wieder mal auf Off. Hier unten auch nochmal schön das Symbol für den Wave Shaper. Dann gehen wir rüber in den Filter Envelope Generator, also den Hüllkurven-Generator. Da haben wir das klassische ADSR, also Attack, Decay, Sustain, Release.
Und hier rechts nebendran diese zwei, falsche Taste, diese zwei Schieberegler, mit denen gebe ich an, welcher von den beiden Filtern, entweder Filter 1 oder Filter 2, wie gesteuert wird. Habe ich die hier in der Nullposition? Das ist nicht ganz Nullposition, das ist Nullposition. Dann passiert gar nichts, wenn ich jetzt den Filter hier mal so, den Cutoff-Filter 1 hier habe. Passiert nichts. So, wenn ich jetzt möchte, dass der jetzt so eine die Hüllkurve durchfährt, dann muss ich den natürlich aufdrehen. Ich mache das jetzt mal ganz extrem. Das heißt, der Filter fährt erst auf bis ans Maximum und geht dann mit dem Decay wieder auf Sustain Level runter. Ein bisschen Resonanz rein. Und das gleiche kann ich dann eben auch noch machen mit dem zweiten Filter. Oder ich mache das andersrum. Dann ist einfach die Bewegung des Filters quasi invertiert, wenn ich das möchte. So, und noch eine schöne Sache ist hier bei dem Filter-Envelope-Generator, gibt es hier auf der rechten Seite digital und analog hier. Und standardmäßig ist das auf digital und bei digital ist hier dieses kleine Display hier noch nebendran. Und ihr seht da schon, wenn ich mit der Maus da drüber fahre, dann passiert da was. Ich kann nämlich diese Hüllkurve oder der Anstieg oder der Abfall von der entsprechenden Einstellung kann ich noch beeinflussen. Hier habe ich einen relativ linearen Verlauf. Ich könnte jetzt aber zum Beispiel sagen, ja, der Attack, der soll ein bisschen konvex verlaufen, also schneller ansteigen und dann langsamer ans Maximum kommen. Oder mehr so konkav, also braucht ein bisschen länger, bis er dann mit einem Schlag dann plötzlich nach oben geht. Und das kann ich an verschiedenen Stellen eben machen. Beim Attack, beim Decay kann ich das machen. Und beim Release kann ich das machen. Kann ich unterschiedliche Einstellungen machen. Das geht bei der Digitaleinstellung. Bei dem Analogfilter habe ich einfach einen klassischen analogen Filter. Dasselbe habe ich nämlich hier bei dem Amplitude-Generator. Auch wieder digital analog. Und hier kann ich genau die gleiche Einstellung wieder machen. Wenn ich den Lautstärkenverlauf der Hüllkurve hier beeinflussen will, kann ich auch mehr so diesen konvexen, konkaven Einstellungen machen, so wie ich das haben will, oder ich mache die klassische analoge Einstellung. Da kann ich dann nichts einstellen, beziehungsweise nichts an diesen Kurven, Details verändern, sondern dann gehe ich hier einfach nur über meinen ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release, wo ich dann einfach sagen kann, okay, der Sound braucht ein bisschen länger. Machen wir hier mal den Filter hier aus. Dann kommt der einfach länger rein. Und Sustain können wir hier vielleicht ein bisschen runter, dann ist es auch noch mal ein bisschen unterschiedlich. So. Und ich kann sagen, wie stark die Velocity hier eine Rolle spielt. Und ich kann den Gesamtsound auch noch mal hier verstärken. Oder eben abschwächen. So wie ich das haben will. Ich sollte vielleicht mal wieder aus dem Zoom rausgehen. So, und jetzt habe ich bei dem Filter 2, da bin ich vorhin einfach so ein bisschen rüber gegangen, noch zusätzliche Werte. Nämlich, ich kann hier, ich kann die beiden Filter absolut einstellen, also mit der Cutoff und der Resonance bei beiden Filtern. Oder ich kann bei dem Filter 2, siehst du, gehst du raus, brauchst du es gleich wieder. Kann ich hier zum Beispiel sagen, wenn ich hier auf das Plus gehe, ich will hier einfach einen Offset von Filter 1 haben. Und dann reagiert der Filter 2 auf die Einstellung von dem Filter 1 mit einem Offset. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, okay, der Filter 2 soll immer so und so viel Offset haben zum Filter 1. Und wenn ich den hier irgendwie verändere, dann reagiert mit der Filter 2 darauf.
Und hier kann ich dann auch sagen, die Resonance ist hier verbunden mit der Resonance aus dem Filter 1. Das sind nochmal die zwei zusätzlichen Einstellungen, die ich hier machen kann. Das heißt, ich kann die wunderbar miteinander verbinden. Jetzt bleibe ich gerade mal hier in dem vergrößerten Modus und gehe jetzt nämlich hoch auf die Filter-Configuration hier oben. Und standardmäßig ist die so eingestellt, wie die hier gerade eingestellt ist, nämlich hier auf diesem Symbol, Pfeil links, Pfeil rechts. Und dieses Symbol heißt White und das weiß ich deshalb, weil ich nämlich vorher einen Rechtsklick drauf gemacht habe. Und dann sehe ich die ganzen Einstellungen, was diese S1, 2, S3, D1, D2, LR, Ring und eben dieser Pfeil bedeuten. Die werden hier durchgenannt: Serial 1, 2, 3, Dual 1, 2, Stereo und Ring. Das heißt, standardmäßig bearbeiten diese beiden Filter das Stereosignal rechts und links wie ein Stereosignal. Das heißt, wenn ich rechts oder links irgendwie unterschiedliche Signale haben, werden die auch von den Filtern entsprechend auf der Seite verarbeitet. Ich kann natürlich diese Filter auch in Serie schalten. Dann habe ich hier Filter 1 als erstes. Dann geht es in den Wave Shaper unten, der Wave Shaper. Dann geht es in den Filter 2. Dann geht es in den Amplitude Envelope Generator, also in die Lautstärkenhüllkurve. Dann geht es in die Filter Envelope Generator und dann geht der Ton erst raus. Und diese Einstellung kann ich dann zum Beispiel auch hier machen. Ein ähnliches Konstrukt, nur dass ich hier noch ein Feedback habe. Das heißt, nach dem Amplitude Envelope Generator geht hier nochmal ein Feedback-Kanal zurück, was hier dem Originalsignal beigemischt wird. Das macht das Signal einfach nochmal so ein bisschen fetter. Und ich bekomme hier unten nochmal den Feedback-Regler, den ich hier aufdrehen kann oder auch abschwächen kann. Das heißt, dieses Signal wird hier zuaddiert oder wenn ich es hier in den Minusbereich gebe, abgezogen. So, S3 hat dann nochmal eine andere Konfiguration, einen anderen Algorithmus. Das heißt, Filter 1, dann in den Wave Shaper, dann in den Amplitude Generator und das Signal wird dann durch den Filter 2 gejagt, als Feedback nochmal hier mit dazu gepackt. Bei Dual werden diese beiden Filter addiert. Hier, dann gehen die zusammen in den Wave Shaper, dann den Amplitude Generator und dieses Signal wird dann nochmal als Feedback hier zurück addiert zu den Filtern. Bei Dual 2 einfach ein anderer Algorithmus. Filter 1 durchläuft den Wave Shaper, Filter 2 nicht und das Ergebnis wird hier addiert. Bei links-rechts habe ich eine komplett getrennte Filterbearbeitung vom linken und rechten Kanal. Und die gehen zusammen in den Wave Shaper, altes Spiel, Amplitude Envelope Generator unten rechts und dann in den Filter Envelope Generator in der Mitte unten und dann geht das raus. Bei der Ringmodulation, wie bei Search üblich, haben wir Filter, die werden ringmoduliert, das heißt, die werden miteinander multipliziert, was ja hier auch das Malzeichen sagt. Dann geht es in den Wave Shaper, dann in den rechts unten Amplitude Envelope Generator, dann in der Mitte unten in den Envelope Generator, beziehungsweise davor gibt es nochmal den Feedback hier zurück, der wird hier hinzuaddiert und danach geht es in den unten Mitte Envelope Generator. Oder wir haben hier die Standardeinstellung mit Feedback auf beiden Kanälen. So sind wir wieder im Original. So, das sind schon die ganzen Filter. Nee, das sind nicht die ganzen Filter, das sind die ganzen Filterkonfigurationen. Zu den einzelnen Filtern könnt ihr hier in die einzelnen Filter reingehen, die alle ausprobieren und gucken, was für euch passt. Es gibt eine ganze Menge Filter hier. Und zu den Filtertypen könnt ihr dann hier auch wieder ins Handbuch springen und denkt immer daran, rechte Maustaste. Da verstecken sich dann oft noch irgendwelche Optionen. Einfach mal ausprobieren, was es hier noch alles gibt. Es gibt ja, hier kann man die Range auch zum Beispiel nochmal erweitern und beim Cutoff
ich das richtig in Erinnerung habe, nee, es war nicht beim Cut-Off. Es gibt hier nämlich irgendwo noch versteckt oder so halb versteckt ein Temposync. Ich kann hier den Envelope-Generator von dem Filter auch nochmal an das Tempo meines Songs anpassen, was unter Umständen relativ wichtig sein kann. Und das geht nämlich auch hier beim Amplitude-Envelope-Generator, also bei der Lautstärkenhöhekurve. Das war's nun jetzt aber wirklich. Ich hoffe, euch hat das Video weitergebracht, das Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und ich wünsche euch bis zum nächsten Video eine wunderbare Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.